Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Fans, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel begrüßen. 1. FC Magdeburg gegen FC Augsburg, DFB-Pokal, erste Hauptrunde. Endstand 2:0 vor über 21.900 Fans. Wir wollen an dieser Stelle erstmal das Wort für den Gästetrainer und um eine kleine Spieleinschätzung möchte ich Sie damit bitten. Ja, zunächst mal Gratulation zum Sieg. Ja, wir haben von Anfang an überhaupt nicht dieses Spiel gefunden, das wir uns vorgenommen haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben große Probleme gehabt bei zweiten Bällen, haben die überhaupt nicht bekommen. Magdeburg hat da richtig alles in die Waagschale geworfen. In der ersten Halbzeit haben wir auch, soweit ich weiß, keine Torschance, keine richtige gehabt. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen besser geworden. Da kam auch in die eine oder andere Situation, wo der Torwart nur mit den Fingerspitzen hinkommt, der Ball klatscht an die Latte. Dann für mich ein ganz klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, wie man den auch nicht sehen kann. Nimmt einen Arm nach oben und verhindert so den Torschuss. Aber trotzdem war Magdeburg in der zweiten Halbzeit gefährlich und hat einen guten Einsatz gezeigt. Am Ende des Tages, wie ich finde, dann auch verdient gewonnen. Für uns ist es halt jetzt wichtig, da die Lehren aus dem Spiel zu ziehen, dass wir das, was wir in der Vorbereitung uns erarbeitet haben, mal wieder auf den Platz bringen. Und ja, das müssen wir jetzt mitnehmen für das nächste Spiel, das erste Spiel in der Bundesliga gegen HSV. Vielen Dank. Danke, Herr Baum. Jens, hatte Glückwunsch an dieser Stelle zum Einzug in die zweite Hauptrunde. Ihr Statement zum Spiel vielleicht? Ja, also wir haben es eigentlich so perfekt umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Sind sehr, sehr mutig angelaufen, immer wieder auch Augsburg früh gestört. Wir wollten ihnen so ein Stückchen schon noch unser Spiel aufzwingen, dass sie lange Bälle spielen müssen, die wir dann eben auch hinten größtenteils kassiert haben. Und ja, wichtig ist für uns natürlich dann in so einem Spiel gegen den Bundesligisten, dass wir den nicht aufziehen lassen, dass die nicht in Ruhe Ballbesitzfußball spielen können, sondern dass wir sie in Zweikämpfe verwickeln. Und das haben wir über die gesamte Spielzeit gut gemacht. Aber ganz klar muss man auch sagen, dass man das nicht über 90 Minuten zu 100% verteidigen können oder kann. Aber ich denke, wir haben immer wieder auch genügend Chancen selber rausgespielt, waren immer gefährlich, ab jetzt mit Standards oder aus dem Spiel heraus, blitzten da schon immer mal Situationen auf und Augsburg hatte die halt auch und da hat Mario Seidel, müssen wir ein riesen Kompliment machen, der hat uns da 3-4 Mal im Spiel gehalten in wichtigen Situationen. Das braucht man dann natürlich, wenn man einen Bundesligisten schlagen will, muss man auch im richtigen Moment ein bisschen Glück haben, aber unterm Strich muss ich sagen, hat sich das die Mannschaft redlich verdient. Sie hat hart gearbeitet. Wir hätten auch nicht gedacht, dass es physisch dann eben auch so lange geht auf dem Niveau, dann eben gegenzuhalten und immer wieder früh anzulaufen. Und da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Haben sie sich verdient, also diese zweite Runde nach dem 2-bitteren verlorenen Elfmeterschießen in der Vergangenheit gegen Leverkusen und Frankfurt, waren wir heute einfach mal dran und haben hier ein richtiges Fußballfest gefeiert. Danke, Trainer. Kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Die Kollegin würde das Mikrofon bringen. Bitte signalisieren Sie per Handzeichen Ihre Frage. Manuel, man hat gemeint, ihr seid schon weiter jetzt in der Vorbereitung. Wie groß ist die Enttäuschung jetzt bei dir? Ja, natürlich ist die bei uns allen recht groß, weil wir haben eine ganz vernünftige Vorbereitung gespielt haben. Ja, unser Inhalt der Arbeit, die wir gut am Platz gesehen haben, und von denen haben wir halt nicht viel gesehen. Wir haben uns schlecht angeboten, der den Ball hatte, war relativ arm dran. Dann haben wir eher nach vorne lange Bälle gespielt, aber haben eigentlich dann schon die Qualität, diesen Ballbesitz gut auszuspielen. In Umschaltmomenten eben auf zweite Bälle oder nach Balleroberung waren wir nicht gut. Und vor allem in der ersten Halbzeit, was wir da viel fester gespielt haben oder Fehler in der Ballmitnahme hatten, das waren wir jetzt aus den letzten Wochen nicht gewohnt. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das aufzuarbeiten und dann einfach nächste Woche abzustellen und dann deutlich mutiger mit Ball zu spielen und auch deutlich mehr gegen den Ball dann vor allem bei zweiten Bällen da zu arbeiten. Eine Frage, und zwar der Staphylidis hat halt gepostet, er ist gesund und topfit. Von euch hat es geheißen, er ist angeschlagen. Was stimmt jetzt? Also mir ist das jetzt neu, dass der Costa da irgendwas gepostet hat. Meine Info war am Freitag die wir auch kundgetan haben. Wenn er jetzt irgendwas anderes postet, weiß ich nicht. Das muss ich jetzt mal erst dabei besprechen. Und noch eine Personalfrage. Marvin Hitz war im Tor, heißt das, er ist Tor der Nummer 1? Also Marvin hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat in den Spielen richtig gut agiert, auch im Training. Deswegen hat er heute auch gespielt und ja, wir sind froh, dass wir die 4 Torhüter haben, die wir haben. Also Glückwunsch, Herr Hertel. Frage, sind Sie mit dem Dreier-Schwedenkopf, Sie wissen, was ich meine, diesmal auch zufrieden gewesen?
Was heißt also Wörter? Schweden dürfen es weg. Das war ja beim letzten Mal der Versuch gewesen. Ja, also im Großen und Ganzen haben die ihre Aufgabe schon erfüllt. Ja. Also ich denke, es geht immer besser. Da haben wir schon noch ein paar Situationen nicht sauber ausgespielt oder wo wir dann eben zu leicht Bälle verloren haben. Aber grundsätzlich waren das schon ständige Unruheherde, die da auch Augsburg immer wieder Aufgaben gestellt haben, wo sie sich dann eben auch nie zurücklehnen konnten. Weil wir immer wieder auch über sie gute Aktionen nach vorne hatten, die dann eben auch auf Christian Beck hat, glaube ich, heute 80% seiner Bälle verlängert, wo sie halt immer auch wieder tief gegangen sind, auf diese zweiten Bälle dann eben aufzunehmen, uns dann ein bisschen festzusetzen, auch in der gegnerischen Hälfte, da ein paar Ballbesitzphasen auch in ihrer Hälfte zu kreieren. Das war unser Ziel. Das war halt nicht nur irgendwo nur lange Bälle und dann hoffen, sondern dass wir die dann eben auch versuchen festzumachen und Augsburg auch zu zwingen, zu investieren, und das ist uns gut gelungen. Ich glaube, wenn man die Jungs dann auch schon in der Halbzeit gesehen hat von Augsburg, haben die genauso gepumpt wie unsere Jungs. Also das war jetzt für sie kein leichtes Spiel, und das haben wir auch bis zum Ende durchgezogen. Ich glaube, auch physisch müssen wir uns keine Gedanken machen. Danke. Hans-Joachim Mali, bitte. Ich hatte eine kurze Frage zur Torwart-Thematik. Wie fit war Jan Klinker? Wie fit war er nicht, dass er nicht von Anfang an stehen oder überhaupt nicht stehen könnte? Ja, Jan Klinker war eigentlich bis Dienstag aus dem Rennen. Ja, also der war nochmal beim Arzt gewesen. Der hat halt Probleme mit der Prellung. Das läuft jetzt unten rein. Also das ist ja noch aus dem Meppenspiel, das ist jetzt 10 Tage her. Und immer wenn er halt den Fuß oder den Oberschenkel beugt, hat er Probleme. Die Erwärmung macht ja sonst bei uns immer der Ersatztorhüter. Das hat ja heute alles Matthias Tischer gemacht, dass wir ihn möglichst wenig da Bälle schlagen lassen, sondern er hat ja nur ein Stückchen assistiert. Es wäre sicherlich gegangen, wenn es der Notfall gewesen wäre, aber es war halt ein bisschen heiße Nadel. Und von der Seite sind wir froh, dass er nicht gebraucht worden ist und jetzt noch ein paar Tage Zeit hat, dann vielleicht auch wieder fit zu werden. Weitere Fragen? Herr Behrens hat noch eine Frage. Ja, hat in der Mannschaft vom FCM jemand eine Verletzung, die eventuell für das nächste Spiel bösartig sein könnte und nicht, dass der Betreffende dann einsetzbar ist? Ja, im ersten Moment haben wir jetzt nichts registriert, obwohl Christian Beck schon ein paar Probleme hatte. Im Regelfall ist es so, dass man das immer erst am Tag nach dem Spiel dann sieht, wenn die Jungs dann irgendwo eine Nacht geschlafen haben, dann kann man das dann immer besser beurteilen. Von der Seite her, im Moment sieht es nicht so aus, kann aber bis morgen sich natürlich noch ändern. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank an dieser Stelle, Herrn Baum. Ihnen alles Gute nächste Woche beim HSV und eine erfolgreiche Bundesliga-Saison. Und ja, allen Fans und Zuschauern ein schönes